Nächstes Jahr überlegen wir schon, ob wir nicht Melli-Merch machen. Also, ist die Bühne nächstes Jahr gleich? Nein. Merch! Kili! Was machst du, Alter? Willkommen zu Let's Play Minecraft Part 500. Genau, wir bauen nämlich heute das Braybridge in Minecraft noch. Wir haben jetzt schon eine Analyse von oben schon. Und das geht genau, das noch sind die gebaut. Roblox, aber Roblox ist ein anderes Spiel. Nein, der Kili ist da, weil wir werden heute über das Braybridge quatschen. Servus. Morgen im zweiten Part über das Braybridge 2025, heute die Analyse zum 2024er Ausgabe. Mm-hmm. Ich bin richtig gespannt, weil ich habe gehört, du warst auf dem Festival. Ich war einen Tag dort. Du warst einen Tag dort. Genau. Ich war drei Tage dort, aber ich bin mir sicher, du hast mehr zum Sagen. Wahrscheinlich, ja. Ich war ja nur am Campingplatz. Also ja, schauen wir uns das einfach mal alle sagen, oder? Sollen wir direkt deine starten? Achso, du hast noch was zum Sagen? Ich hab nie was zum Sagen, nein. Gut, das ist super. Let's go. Braybridge, ja. Braybridge, da sind wir. Bier? Trichter. Das ist witzig, das ist mein Cousin. Das ist... Das habe ich nämlich beim ersten Mal gar nicht gecheckt. Ja. Also das Video, das hat... Wie hast du das erste Mal gesehen? Hast du das erste Mal zum Video? Wie ich das erste Mal gesehen habe. Das Video hat der Simon gemacht, der Knobler. Ja. Und der hat das geschnitten und gefilmt und alles drum und dran. Und ja. Wie ich das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich das gar nicht realisiert, dass das eigentlich mega so ist. Der wohnt nämlich in Teneriffa. Wirklich? Der ist nur wegen einem Braybridge hergeflogen. Nein, wunderbar. Ja. Okay. Angelika? Ja. Stimmt. Ja. LOL. Ja. Wir? Because they sleep with a gun and keep an eye on das waren unsere Laufbahn. Ah, Meli, stopp. Ja, das war die wichtigste Frau am Braybridge. Ja, ich glaube auch, die gute alte Kaffeefrau. Kaffeetante, Kaffeefee. Jetzt gehört es schon. Kaffeefee. Kaffeefee und Schottmeli. Schottmeli, genau, ja. Dann musst du das Herz haben. Schaut's denn aus? Wo ist denn das? Wunderschön. Ja, es haben Leute dann so drunter abgestimmt, Meli Forever oder sowas, dem Meli Fieri. Nächstes Jahr überlegen wir schon, ob wir nicht Meli-Merch machen. Mhm. Also mit ihrer Karikatur, mit den Flügeln und so, auf einem Leibwall drückt. War cool, glaube ich. In rosa. Je nachdem. Pink oder so. Ja. Wahrscheinlich. Boah, das darf sie auf jeden Fall anbieten. Ich glaube auch. Das wäre richtig geil. Also die Meli-Fans sind wirklich, es ist schon so ein bisschen eine Konkurrenz zwischen Braybridge-Fans und Meli-Fans. Also, wann, angenommen, die Meli würde der Festival aufmachen, wird das Konkurrenz werden fürs Braybridge? Ich glaube schon. Seifenblasen sind halt in jedem Video absolut göttlich. Chillout Area. Die gute alte Chillout Area. Nein, die gibt's erst daher. Ist ja ganz gut. Ja, trotzdem. Da hat der Wale geschlafen und die Sago. Und dann hat man gedacht, dass der, ich bin ja ein kompletter Ehrenmann. Ich dick's einfach mal zu, was der ist, hat 35 Grad. Es kann sein, dass die Leute unterkühlen. Die kennen das aus Survival-Situationen natürlich. Und sie waren mir sehr dankbar. Der was dann sie waren mir sehr dankbar. Und so, das ist... Da sind wir auch angestanden. Wie ist es eigentlich, wenn man wo runterfällt? Wir haben natürlich Wochen davor mit der österreichischen Bundesbehörde das abgeklärt, dass das mit den Böcke passt, vor der Hechen und so mit der Vollgeschwindigkeit. Ja. Genau, und so Isaac Newton, das haben wir alles gemacht. Das ist da eigentlich geil. Das ist ein Most Wanted Plakat, Alter. Das ist das. Das ist auch eine Veranstaltung, wo es 40 Euro kostet. Das ist ein Festival. Das ist ein Festival. Warte mal, da musst du. Oh, und wir sind beim Frame der Wale! Oh, da in voller Montur, da. Volle Pracht, Kathi, Markus, Sago, alle am Start. Du musst aber nur eins sagen. Wahnsinn. Das ist die Hirnbrück. Die Hirnbrück. Kehrt offiziell nicht zum Gelände? Offiziell nicht, ne? Aber. Ja. Du wolltest nur mal kurz erwähnen, dass der Hirnbrück ist. Ja, man, das ist ja Braybridge, weil das wissen die meistens nicht, weil Braybridge ist ja Englisch und Brain heißt ja Gehirn, ne? Und Brücke heißt ja Bridge, genau, ja, und deswegen Braybridge. Ach so. Also für alle, die was nicht Englisch kennen. Okay, nein, das hat das quasi ergeben. Da ist ein Sportral, super Typ. Ja. Ja, das habe ich nicht gewusst. Da warst du gerade, das war der eine Tag, wo der dort. Also der Übergang, der ist wirklich frech. Wie hat er den gemacht eigentlich? Der ist frech, der ist nicht richtig. Da haben wir die Horny Monkeys am Start, oder? Das wird der eine Tag da sein, wo du gewinn bist. Ich finde die Band auch richtig erbärmlich, muss ich sagen. Die halten eigentlich von so lustigen Metal generell gar nichts. Also ich höre eigentlich nur true Sachen. Ja, voll. Das ist ja ein Problem, weil die nehmen nämlich nichts ernst.
Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Klima ist Klima so ernst. Klima ist ernst. Und dann muss man seine Freizeit ernst nehmen. Das denken viele, ja. Die Honey-Monkeys, die machen das Gegenteil. Ja. Aber das Geilste eigentlich, also das sieht man da jetzt nicht, aber das sind eigentlich die Flammenwerfer. Weil Brainbridge... Ja, die kennen wir da auch so, gell? Genau, ja. Brainbridge steht eigentlich für Flammenwerfer. Wie das Bier quasi. Ist fast so wichtig wie das Bier. Flammenwerfer oder Bier. Wir taten sich, glaube ich, wirklich schwer, wenn wir sagen, was wollen wir anbieten an Brainbridge. Bier, Flammenwerfer. Schwierig. Ja, ja. Was kostet was du nehmen? Was kosten eigentlich so ein Kartuschen für das Flammen? Ist das sehr intensiv, so preislich? Ja, das kann ich gar nicht so sagen. Wir haben nämlich einen Pyrotechniker bei uns. Ja. Also der Alex, der macht die Pyrotechnik und der ist da der Profi, der weiß das. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also, aber es wird nicht billig sein, glaube ich. Ja, so wie wenn du daheim wegen am Gasgrill oder wegen am Fleischbrot, gerne so, ist wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, da geht es auch immer so auf bei mir. Nein, ungefähr so 10.000 Euro für eine Kartusche. Okay, genau. Wild. Okay, wild. Wir sind heute sogar mit Live-Publikum da hinten. Die sitzen da, die zwei, und schauen uns zu. Die schauen das ist sich. Richtig spannend sogar, muss ich sagen. Es bleibt spannend. Bleibt richtig spannend, wir schon weiter. Wen lachen die aus? Den da, oder was? komplette Eskalation. Flammenwerfer, da. Über die zwei ist geredet worden. Werden nächstes Jahr dabei sein? Ist die Bühne nächstes Jahr gleich? Na. Na, okay, wir kommen morgen dazu, wo wir drüber sprechen. Die Bühne wird richtig geht. Super. Ja. Die wird größer. Ja, und ein bisschen anders. Okay. Nein, bisschen... spoilern wir mal nicht zu viel. Ja, okay. Fix. Morgen dann. Das ist so witzig, weil wir haben einen Abschluss gehabt von die Höfer vor einer kurzen Zeit. Und da haben wir sich das Foto angeschaut, wie das Brainbridge angefangen hat. Und das war ungefähr zwei Autos und du warst beim zweiten Mal dabei. Ja. Da habe ich auch ein Foto von dir gesehen. Ja. Beim ersten Mal, das waren zwei Autos, ein Zelt und drei Busse. Ich kenne das. Wir haben sich dieses Jahr das After Movie von Most Wanted angeschaut und sie gedacht, ja, da sind sechs Reihen dazugekommen. Das ist Wahnsinn, da bin ich, da hinten, das ist ein Waliser Bus, das ist der zweite Tag, der ist nämlich am ersten Tag heimgefahren, das weiß ich. Ah, nein, das ist wirklich... Ja, das ist gut. Ja nicht alles, das ist Nein, das geht ja da dahinter noch weiter. Ja, sogar. Ja. Witzig. You're never gonna fit in much, kid. But what you got under your shirt will make them pay for the sins they said. Damals, das kommt nicht infield. So, Minecraft aktivieren, hätte ich gesagt, jetzt geht's los. Okay, also, wo damit was ich? Ich baue mal das. Ja, ist cool, oder? Da hinten die Parkplätze. Ja, das ist für die Crew Lag gewesen, oder wie? Warum nein, nicht das war der Tages-Parkplatz für die Tagesgäste. Ach so, genau. Okay. Das ist dann weiter hinten noch beim Wald, oder da waren die Tagesgäste. Ja, ja. Das war nämlich, glaube ich, beim Frühschoppen. Nein, weiß nicht. Aber beim Frühschoppen, da kämen ja quasi die Leute von der Umgebung und da war es für Tages. Ah, okay. Campingplätze. Ja. Bester Mann, was noch der Kirche gefällt. Der Mensch wieder in den Ich habe immer gefragt, wie tut er, wenn er duschen geht? Das ist wirklich. Man wascht sich grundsätzlich eh nicht. Nein, ich da sagen, ich mir. Also, ich habe das letzte Mal gewaschen vor dem Brainbridge. Okay. Und ich werde mich waschen, wahrscheinlich zwei Wochen vom Brainbridge. Ja, man riecht sie. Ja. Mhm. Aber es wird noch wieder. Nein, ich glaube, das Wasser rinnt durch und es bleibt ewig lang so richtig nasser Fetzen. Das wäre geil, wenn du es so auswinst und dann trinkst du mal runter. So. Das ist man brennnesselt die so und kann dann Brennnesseln, das kann so Bier trinken, halt, weil es auch so braune Flüssigkeit ist, Alkoholgetränk, weil der ernährt sich eigentlich nur von Wodka, glaube ich, oder von Whisky. Was hat der ganze getrunken? Whisky wahrscheinlich. Kann nicht wieder, Mensch. Die Brainbridge Games! Das Geschirrspüler wegwerfen. Das war richtig super. Wie seid ihr denn auf den genau gekommen? Warum hast du den eigentlich? Ja, weil ich das ja mal ein wenig entspannen wollte. Ich wollte mal die Zuschauer ab jetzt mit Bier vernehmen. Man kann doch so richtig entspannen bei den Brainbridge Games. Man kann nicht entspannen, hat er nicht sagen. Okay, es ist natürlich. Ich bin da schon in meinem Kampfmodus drin, ich will da gewinnen. Es gibt noch eins und das ist einfach Vollgas agieren. Ja, okay. Ja, verstehe. Aber das Geschirrspüle weitwerfen, das war schon wirklich sehr cool. Also,
Wir waren ja, das war ja Familie gesponsert, die haben extra einen Geschirrspüler gebracht. Wie seid ihr auf das gekommen? War ein Geschirrspüler bei euch hier, dann habt ihr gesagt, hier schießen wir einen Brainbridge miteinander, dann kriegen wir es leichter ins Asi, weil dann ist es schon ein wenig kleiner. Ja, so ähnlich. Also wir haben gesagt, wir müssen einfach irgendwas kommen, etwas Verrücktes machen. Mhm. Und dann hat uns eben Milja angerufen und sie haben gesagt, du, wir steigen ein, es gibt Sponsoring am Geschirrspüler. Ja. Und genau, dafür müsst ihr jetzt dann in der Werbung, also in dem Video müssen wir sagen, kauft Miele, Miele-Geschirrspüler an die besten. Ja, ja, das denke ich mal. Das denke ich mal. Ja, wir haben Nein, ist einfach so, keine Ahnung. Wir haben es einfach dort ein bisschen was Cooles machen und. Ja. Ja, wir haben das Jahr einen Ockerschlitten gehabt, was hast du von dem? Da hast du mich geschmissen. Ja, das ist ein Ich hab nämlich die falsche Taktik angewandt. Ja. Leider. Ja, beim ersten Mal passieren einfach Sachen, das ist ganz klar. Klassiker. Und das ist das Witzige, wer gewonnen hat, weil das war nämlich, also das ist der Jan von die Event Engine. Das ist aber doch der vom Dave. Naja, die haben die Bühne gemacht. Der vom Dave. Ja, einmal leider. Nein, das war leider nicht der. Also das ist der was die Bühne, die ganze Bühnencrew und so weiter, das waren die haben gewonnen. Mhm. Witzigerweise. Die waren mitgespielt. Ja, das war einfach Cheating, glaube ich. Also wahrscheinlich. Doping, was habt ihr da kontrolliert dafür? Die waren sie gedopt. Vermutlich. Aber wir haben nicht so streng bei den Olympics, also das geht nicht. Das heißt, dobt euch voll. Ist noch okay, ist noch lang. Gewinnt auf jeden Fall 2 Karten fürs Most Wanted nächstes Jahr. Ja. Bei den Brimbridge Games. Das lässt sich einfallen. Genau. Ah, das war der Tag, wo du da warst. Ah. Ja. Da, die Meli. Da ruckt's aus mit der Lieferung, ich seh's ja gar nicht. Da, hat sie es mit. Da, das wohltuende Nass. As long as someone don't bleed, so dark in your clothes, I'll strike you by your lamppost. Maybe they'll leave you alone, but not me, all together now. Teenagers scare the living shit out of me. Ah, horny monkeys. Geil. Das ist ein geiler Shot und ich muss sagen, dass mein Nebel funktioniert bei euch richtig gut. Ja, das ist echt genial gewesen, dass die Burschen gesagt haben, wir von unten und von oben Nebel schon werfen und so, echt witzig. Also das ist echt genial. Ja. Schon echt geil. Jetzt. Ja, genau. Was haben wir da dahinter? Das weiß ich selber nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Simon das gern gemacht hat, dass man meint, da ist was dahinter. Oder es ist wirklich was dahinter. Also man kann es schwer sagen. Ja, ich weiß es selber nicht. Man kann es wirklich nicht sagen. Das ist ein Easter Egg. Das ist wie beim Most Wanted Aftermovie, wo der Lindy Kopf über mit seinem Schottenrock kugelt und ich was zensiert habe. Habe ich was zensiert oder habe ich nichts zensiert? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Stimmt, das bleibt richtig spannend. Man weiß es nicht. Das bleibt spannend. Ah, man sieht's, die Vibes sind da. Wie hat das eigentlich funktioniert das Jahr da mit dem Aftershow? Ist das echt gut angenommen worden, weil wir sind eigentlich schon in einem Campingground dann gegangen. Wir waren einmal kurz drinnen, so für eine halbe Stunde. Teils. Mhm. Wir werden es nächstes Jahr anders machen. Okay. Nächstes Jahr wird einiges anders werden. Aber also einiges, es wird nicht anders, also es wird ein bisschen was anders werden, aber es wird besser werden. Okay, ne, besser wird sowieso von Jahr zu Jahr. Ja, sowieso. Nein, das mit den DJs, das war ganz cool, also die haben ein bisschen aufgelegt, aber wir haben nur bessere Idee. Hat wahrscheinlich nicht so ins Konzept passt wie bei uns der Robotik. Robotik? Das erste am Samstag. Die DJ, also die Sams, die beim Freitag oben gespielt hat, so die Klassiker, das wird wahrscheinlich schon gut gepasst haben. Ja, aber so da waren auch wieder ein paar Leute weg, es sind immer ein paar Leute weg, ja, klar. Aber da waren halt schon richtig viele Leute weg, muss man sagen. Also wir waren da schon. Ja, da war es dann, glaube ich, wie spät war es da? Halber eins, halber zwei? Ich habe da auch viel länger beschaltet, wie wir haben nicht bis um 12 gehabt. Ja, bei uns ist die Sperrstunde bis um 2:30 gewesen. Mhm. Und ja, das Publikum war großteils Rock und Metal. Und das hat man schon gesehen, die meisten wollen dann nicht irgendwelche Techno-Lieder oder sowas. Das wollen die mehrere nicht haben. Ein paar schon. Ich zum Beispiel bin so einer. Ja, ich höre zum Beispiel alles. Ich höre das nur gescheite Pattern. Deabonnieren. Nein, aber nächster wird es noch cooler. Also, okay. Nächster wird. David Guetta. Nein, gar nicht. Sondern, das kann man vielleicht eh schon ein bisschen sagen. Es wird schon wieder was geben. Also, nächstes Mal, wenn die Bands vorbei sind, wird es was geben. Aber es ist ein bisschen mehr rockiger. Aber auch wieder, ob es aus der Box DJs oder wie immer. Mm, mm,
Ja, geil. Hauptsache, nein, es ist irgendwas. Irgendwas muss man sein. Es muss man genau. Ja. Ein feines Feuerwerk gehört für jeden Brainwitch dazu, oder? Schaut's aus. Feuerwerk, das weißt du eigentlich auch schon, weil du warst beim zweiten Brainwitch schon dabei. Ja. Da hat es auch Feuerwerk gegeben. Und da hat es auch schon Feuerwerk. Und einen gescheiten Krocher. Um 8 in der Früh oder so. Alter. Ich bin seit einer Stunde im Bett. Das war da. Und war dann Alex, denkt er, dass sich der Flo sagt: Na, jetzt zünd einfach mal irgendwas an, damit es voll laut tut. Und ich liege drinnen in meinem Herd. Da habe ich ein Loch in meinen Kofferraum. Und es duscht da drinnen. Das war gescheit cool. Das war eine NATO-Erfahrung. Ich habe gedacht, der Russ kommt. Ja, da war es aber noch nicht so weit. Aber trotzdem. Nein, das war nicht davor. Warte, wann war das? Das war 2000. Nein, das war 2000 vor dem Covid. 2021 war das, was du dabei warst. Oder 21, ja. 2020 haben wir das erste Mal gemacht und 2021 warst du dabei. Cool, das ist auch schon wieder so lange aus. Ja. Das ist so der wichtigste Part. Hey Hinti. Gibt es nur mehr? Irgendwelche abschließenden Worte fürs Brainbridge? Nie wieder. Außer nächstes Jahr. Da haben wir es. Ab 1. Dezember, ja, wir haben auch so ein bisschen sowas durch, dass wir. Das zieht ganz steil. Ab 1. Dezember, was das Ganze kosten wird und was nächstes Jahr passiert und welche Änderungen das gibt und so. Das seht ihr morgen im zweiten Teil. Was hat dir am besten gefallen? Was war richtig super? Was hat's anders gemacht? Kommen wir natürlich dann eh dazu. Also, jetzt von unserer Sicht aus gesehen, ja, genau, das waren die Leute, die was da waren. Also, das war einfach komplett geil. Jeder, der was da war, das hat uns so berührt einfach, weil die Leute haben gefeiert, die haben es geil gefunden. Mhm. Und das ist, glaube ich, das weißt du auch. Wenn es angenommen wird und die Leute das cool finden und Party machen, das ist das Allergeilste. Also ich danke sagen, an jeden, der was da war. Da sitzt da mit einem Besucher und ich muss sagen, Sprainbitch. Hast du das gefühlt? Wenn ich einmal auswandern darf und die RTL-Serie hätte, was um mich berichten, angenommen. Da würde ich zurückkommen fürs Brainbridge. Also schon. Ja. Also machst du so fürs Area und fürs okay. Brainbridge. Und vielleicht das Heavy Metal Tour. Aber das werden die drei Sachen, mehr gibt's nicht. Ja, ganz oben, ganz oben. Freunde, wir sehen uns morgen direkt wieder auf dem Kanal um 17 Uhr. Let's play Minecraft. Genau, wir spielen morgen wieder runter. Super. Es bleibt spannend.